Filmreihe beendet und zwar diese hier, das Juwel von Amy Ewing, und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wer mich jetzt schon länger verfolgt, weiß, dass ich dieses Jahr mein Reihenvervollständigungsjahr habe quasi. Das heißt, ich möchte alle meine angefangenen Buchreihen so weit wie es geht beenden. Die ich fertig lesen kann, fertig lesen und die anderen halt so weit lesen, wie es geht. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass jetzt der dritte Teil von Das Juwel rausgekommen ist, der schwarze Schlüssel, und ich diese Reihe damit beenden konnte. Wuhu! Also wie ich bereits sagte, bin ich sehr, sehr froh, dass ich die Reihe jetzt beenden konnte, denn es ist wieder ein Häkchen mehr auf meiner To-Do-Liste von Reihen, die ich noch beenden muss. Und ich erkläre euch aber auch nochmal ganz kurz, worum es in dem Juwel eigentlich geht. Der erste Teil heißt Das Juwel, die Gabe. Da dies eine fortlaufende Reihe ist, ist es schwierig, zum zweiten und zum dritten Teil was zu sagen. Ich kann euch aber ganz kurz meine Einschätzung zum zweiten und zum dritten Teil mal so meine Meinung halt sagen, ohne dass ich euch spoilere. Ihr wisst, was ich meine. Naja, auf jeden Fall kommen wir erstmal zum ersten Teil, zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Violet Lessing. Und Violet ist etwas ganz, ganz Besonderes. Sie ist kein einfaches Mädchen, sondern sie ist ein Mädchen mit einer besonderen Gabe. Sie kann die Auspizien lernen, das heißt, sie kann Sachen wachsen lassen, größer wachsen lassen, und sie kann halt auch beeinflussen, wie diese Dinge aussehen. Diese Gabe hat nicht jedes Mädchen, und so wird Violet mit ihrem 12. Lebensjahr auserwählt, in eine bestimmte Einrichtung zu kommen. Die nennt sich Southgate. Das ist die Einrichtung, wo Violet hinkommt. Und in dieser Einrichtung wird sie dann 4 Jahre bis zu ihrem 16. Geburtstag ausgebildet und muss halt diese Auspizien lernen und lernen, damit umzugehen und halt immer besser zu werden, um dann an ihrem 16. Geburtstag verkauft zu werden. Verkauft wird Violet hierbei an die Reichen, an die Bewohner von dem Juwel. Hier leben Herzoginnen und Gräfinnen und Fürstinnen und die ganz, ganz reichen Leute von der Heimat von Violet. Und ja, sie soll verkauft werden, und Violet weiß gar nicht, was auf sie zukommt und kann das auch alles überhaupt nicht einschätzen. Und ja, sie ist eine Surrogate und damit ist ihr Schicksal eigentlich besiegelt. Als sie in den Palast der Herzogin vom See kommt, ist alles ganz, ganz anders, als sie erwartet hätte. Denn Violet hätte nicht damit gerechnet, wie grausam der Adel sein kann, wie misshandelt sie dort werden würde und dass sie sich verlieben würde. Und das ist so das Grobe, worum es im ersten Teil geht. Also Violet versucht einfach erstmal rauszukriegen, was ist eigentlich los, was ist jetzt ihre Aufgabe in dieser Welt und was hat die Herzogin mit ihr vor. Mehr möchte ich euch zum Inhalt vom ersten Teil auch nicht verraten. Ich muss sagen, ich hatte bei der Handlung vom ersten Teil sehr, sehr gemischte Gefühle, denn dieses Buch ist zwar ein Jugendbuch, aber es ist vom Inhalt teilweise schon sehr, sehr krass, was da passiert und was sie halt auch alle machen müssen. Und ja, also ich hatte da sehr gemischte Gefühle, was die Handlung betraf beim ersten Teil, das weiß ich noch. Also ich weiß, dass ich es gut fand, ich fand den Ansatz gut, ich fand die Grundidee der Geschichte richtig gut, aber ich fand es halt, was dann schlussendlich in diesem Buch passiert ist, doch schon sehr grenzwertig, sag ich mal, dafür, dass es ein Jugendbuch ist. Also ich weiß ja, dass es ein Jugendbuch empfohlen ab 16 ist, laut der Aussage vom Fischer Verlag, aber es sieht jetzt halt auch einfach mal nicht so aus, ne? Und wenn ich mit meiner 12-jährigen Tochter in der Buchhandlung stehe, gucke ich hier drauf und denke nicht wirklich, dass das so ein Buch ist. Und ja, ich bin einfach Verfechter davon, dass Altersangaben irgendwo auf das Buch drauf gedruckt werden sollten. Gerade weil viele Eltern sich leider nun mal nicht damit auseinandersetzen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, also wie gesagt, von der Handlung her beim ersten Teil hatte ich sehr, sehr gemischte Gefühle. Ich weiß auch, dass ich beim ersten Teil relativ Probleme hatte mit dem Worldbuilding. Das ist die Insel, wo Violet lebt, und ja, man sieht, dass hier außenrum eine Mauer ist. Violet direkt kommt aus dem Sumpf, das ist der äußerste Ring hier. Hier sind auch diese Anstalten, wo diese Surrogates ausgebildet werden. Es gibt insgesamt 4 Stück. Und dann gibt es halt noch die Farm, den Schlot, die Bank und schlussendlich in der großen Mitte das Juwel. Also man hat hier auch eine klare Trennung der Klassen, sag ich mal. Also man wird hier wirklich, die Reichen bleiben unter sich, die Armen unter sich, und das wird halt wirklich so richtig mit dicken Mauern in dieser Welt halt auch getrennt. Und ich muss sagen, ich hatte mit der Größe meine Probleme. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie groß diese Insel ist. Also, weil das wird teilweise beschrieben, ja, unendliche Felder und unendliche Weiten, und dann denke ich mir, aber da steht doch eine Mauer, eine riesengroße, die muss man doch sehen. Und also ich hatte da schon echt Probleme mit dem Worldbuilding im ersten Teil. Das war so ein bisschen so, das hat mir so nicht so gut gefallen beim ersten Teil, das weiß ich noch. Ansonsten von den Charakteren fand ich das gut. Also ich fand die Fürstin von ersten Tag an, wo die auf der Bildfläche aufgetaucht ist, total schizophren. Diese Frau ist einfach eine komplette Soziopathin meiner Meinung nach. Also ja, das stand für mich von Anfang an fest, und auch die anderen Charaktere, die in diesem Buch vorkommen, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte Violet auf jeden Fall vom Anfang.
Es gab Situationen, wo ich Violet nicht so ganz verstehen konnte, aber das liegt halt einfach auch, glaube ich, daran, wie sie halt einfach aufgewachsen ist und was ihr für Werte mit auf den Weg gegeben wurden. Und ja, also von den Charakteren hat es mir schon sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, mit dem Worldbuilding hatte ich im ersten Teil meine Probleme. Handlung war so gemischte Gefühle. Und ich wollte aber unbedingt wissen, wie es dann nach dem Ende vom ersten Teil weiterging. Und deswegen habe ich mir natürlich, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, das Juwel, die Weiße Rose, damals dann auch gekauft, wo es rausgekommen ist. Ich habe die Bücher im Übrigen alle mit Ronja und Kadi zusammen gelesen. Hallo ihr beiden, seid gegrüßt an dieser Stelle. Es macht sehr, sehr viel Spaß, mit euch Bücher zu lesen. Und ja, was soll ich sagen, der zweite Teil hat mich noch mehr entsetzt wie der erste, denn im zweiten Teil sind hier noch mehr Sachen ans Licht gekommen, was die Reichen mit den ärmeren Leuten da machen. Und es gab eine Stelle, das werde ich nie vergessen, und ich habe gedacht, what the f- ernsthaft? Das schreibt ihr in einem Buch? Also ich fand es wirklich einfach nur sehr extrem. Also ich fand es halt sehr, sehr krass. Und wie gesagt, ich fand es gut. Ich fand den zweiten Teil von der Handlung und allem her besser wie den ersten, weil auch hier sehr, sehr viel erklärt wurde dann. Hier ist sehr, sehr viel ans Licht gekommen. Und hier merkte man dann schon, in was für eine Richtung die Geschichte sich schlussendlich entwickeln würde. Und das Ende vom zweiten Teil hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es war schon ein fieser Cliffhanger. Man dachte sich so, ne, jetzt an dieser Stelle endet das Buch. Wollt ihr mich verarschen? Und ja, also ich muss sagen, dass mir der zweite Teil, die Weiße Rose, von der Handlung her viel, viel besser gefallen hat. Wie gesagt, es waren hier einige Schockmomente für mich drin, wo ich mir gedacht habe, so what the f- ernsthaft, das ist krass. Also diese Welt ist einfach total ja, lassen wir das. Und von den Charakteren her hat es mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte Violet, ich mochte Raven, ich fand Ash immer noch gut. Und ich fand halt auch die ganzen Ansichten von den Charakteren gut und wie die halt auch alle so in sich für ihre Meinung eingestanden haben und gekämpft haben. Und ich fand halt gut, welche Richtung die Geschichte hier aufgenommen hat. Also wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt schlussendlich. Vom Worldbuilding her hatte ich hier weniger Probleme, komischerweise. Und auch im dritten Teil hatte ich dann weniger Probleme. Ich glaube einfach, das lag daran, weil die Welt hier nicht mehr so detailliert dann beschrieben wurde und man dachte sich dann einfach so, okay, jetzt fahren die dahin und jetzt sind die halt dort und dort. Und ja, man hat sich dann halt einfach nicht mehr so sehr damit beschäftigt wie am Anfang, wenn man sich halt versucht, diese Welt im Kopf zu bauen. Deswegen ging es dann im zweiten Teil bei mir definitiv besser. Aber wie gesagt, Handlung gut, Charaktere haben mir auch im zweiten wieder richtig gut gefallen. Worldbuilding war definitiv nicht mehr so mein Problem. Und nach dem Ende vom zweiten habe ich mich echt auf den dritten Teil gefreut und dachte mir nur so, hoffentlich wird es nicht so wie bei Infernale. Das war wirklich so mein Gedanke dann so, hoffentlich wird es nicht so ein Reinfall jetzt wie beim zweiten Teil von Infernale, wo ja die Geschichte dann eine komplett andere Wendung auf einmal im zweiten Teil genommen hat. Aber nein, so war es Gott sei Dank nicht. Und ja, dann habe ich den dritten Teil gelesen. Das Juwel, der schwarze Schlüssel, und wir setzen auch hier direkt wieder am Ende vom zweiten Teil an. Also es sind, glaube ich, ein paar Wochen vergangen, also ich würde schätzen mal so einen Monat oder so oder zwei Monate vielleicht auch. Aber mehr Zeit ist nach dem Ende vom zweiten Teil nicht vergangen. Man erfährt hier durch Rückblenden auch nochmal sehr, sehr gut am Anfang, also durch wenige Rückblenden muss ich wirklich sagen, die sind gut inszeniert, diese Rückblenden am Anfang. Erfährt man auch nochmal, was alles gut da passiert ist, man bekommt das alles nochmal so ins Gedächtnis gerufen. Und auch das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, das hat die Autorin ganz, ganz toll gemacht. Also wie gesagt, es waren Rückblenden drin und es waren nochmal so Wiederholungen drin, aber jetzt nicht wie bei Jennifer Estey, wo du 150 Seiten nochmal von dem vorherigen Buch liest. Also nein, so war es definitiv nicht. Das waren kurze, knackige Informationen, die nochmal so eingestreut wurden, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch die Handlung vom dritten Teil richtig gut. Für mich persönlich ist der dritte Teil der beste Teil der Reihe. Also war für mich definitiv ein ganz, ganz toller Abschluss für die Reihe und ja, hatte mir richtig gut gefallen. Hier sind dann auch nicht nochmal solche krassen Sachen aufgetan worden. Also das Ende war schon etwas nochmal so, was? Okay, was geht da ab? Aber ja, es war nicht mehr ganz so schlimm wie im zweiten Teil, wo dann diese Sachen alle aufgedeckt worden sind. Und ja, also wie gesagt, der dritte Teil hat mir am besten gefallen. Die Handlung hier war auch wieder richtig, richtig gut. Ich fand es gut, wie das am Ende aufgelöst wurde. Dieses Buch hat mehr oder weniger auch ein offenes Ende. Also die Geschichte an und für sich mit dieser Situation ist erzählt. Aber sie lässt auf jeden Fall Spielraum für mehr. Und das finde ich gut. Also man kann dann selber sich so im Kopf halt auch nochmal seine Gedanken machen, wie das Ganze so weitergeht. Und vielleicht schreibt ja die Autorin irgendwann mal ein Spin-off zu der Reihe oder irgendwas und setzt dann halt an diesem Punkt wieder an. Und ja, also von der Handlung hat mir der dritte Teil richtig, richtig gut gefallen. Auch von den Charakteren hat mir der dritte Teil mega gut gefallen. Ich fand, die Charaktere haben hier einfach nochmal alles gegeben und die Autorin hat halt hier aus den Charakteren auch nochmal alles rausgeholt. Und ja, I like it. Und ich fand es an einem gewissen Punkt recht vorhersehbar, gerade was bestimmte Charaktere betrifft, was mit denen dann halt passiert und was für eine Richtung sich das Ganze entwickelt. Und
Ja, das fand ich jetzt aber nicht weiter schlimm. Also, wie gesagt, Handlung gut, Charaktere gut. Worldbuilding hat mir auch hier in diesem Buch, wie gesagt, keine Schwierigkeiten mehr gemacht. Warum das beim ersten Teil so schlimm war, ich weiß es nicht. Und ja, der Schreibstil von Amy Ewing, sollte ich vielleicht auch nochmal ganz kurz erwähnen. Der Schreibstil von Amy Ewing ist ein schöner Jugendbuchschreibstil. Also er ist jetzt nicht extrem kompliziert und vertrackt, aber sie klatscht jetzt halt nicht einfach nur einen Satz nach dem anderen so lockerlässig dahin. Also sie hat schon einen ganz, ganz tollen Aufbau und eine ganz, ganz tolle Satzstruktur meiner Meinung nach. Und ich fand, dieses Buch hat sich einfach wahnsinnig toll lesen lassen. Also alle drei Bücher haben sich wahnsinnig toll lesen lassen und vor allen Dingen schnell lesen lassen. Also die Bücher sind ja jetzt auch nicht so ultra dick, ne? Also man kommt auch wirklich sehr, sehr zügig durch die Geschichte und ja. Ich mochte den dritten Teil und ich fand, es war ein sehr, sehr guter Abschluss für die Reihe. Mein Fazit zu dieser Reihe ist, dass man sie sich auf jeden Fall angucken sollte, wenn man mal eine Geschichte mit einem anderen Ansatz lesen möchte. Also es ist eine Mischung aus Fantasy, würde ich jetzt einfach sagen, ein bisschen Dystopie vielleicht ist auch noch mit drin, weil man ja nicht so genau weiß, was da jetzt genau im Vorfeld alles passiert ist. Und ja, ich mochte die Geschichte, wie gesagt, im Großen und Ganzen total. Sie ist ein bisschen anders als andere Geschichten, aber ich fand gerade, das macht die Reihe so besonders. Und jeder, der gerne Jugendbücher liest, sollte sich Das Juwel von Amy Ewing auf jeden Fall angucken. Ich mochte die Reihe sehr und kann sie euch da wirklich nur empfehlen. Das war es jetzt aber wirklich für meine Reihenvorstellung. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und natürlich gilt wie immer, wenn ihr die Bücher gelesen habt, eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Bis dann.